Seacrowds. Moin Moin Seacrowds Freunde, willkommen zurück hier auf dem Seacrowds Kanal, dem Portal rund um World of Warships. Heute haben wir eine besondere Runde wieder für euch rausgesucht. Auf der Karte Okinawa ist Black Bull 90 mit seiner SAO unterwegs. Und es wird wohl eine sehr, sehr spannende Runde bis zum Schluss. Hier haben wir die Skills, die Signalflaggen und die Verbesserungen. Fangen wir oben an. Kapitän-Skills, präventive Maßnahmen, Elite-Schütze, Adrenalinrausch. Dann haben wir den Inspekteur und den Sprengmeister mit dabei, damit die Brandwahrscheinlichkeit nochmal ein bisschen erhöht wird. Und dann haben wir den Tarnungsmeister und die Funkortung mit dabei. Ja, Tarnungsmeister ganz klar, die Sau muss unbedingt zubleiben nach Möglichkeit, also möglichst knapp aufgehen nur, ist halt empfindlich. Und die Funkortung, um zu sehen, aus welcher Richtung das Schiff am nächsten an einem dran ist. Dann haben wir Aufklärungsmodifikation 1 in dem Schiff verbaut. Das verlängert die Flugdauer des Flugzeugs um 30% und somit könnt ihr diese Zeit halt länger und weiter schießen. Dann haben wir die hydroakustische Suche Modifikation 1, wo die hydroakustische Suche halt um 20% verlängert wird. Zielsystem Modifikation 1, Steuergetriebe Modifikation 2, Tarnsystem Mod 1 und Feuerleitanlagen-Modifikation 2. Das sorgt halt für weniger Streuung bei den Hauptgeschützen, lebendigeres Schiff, also schnellere Steuergetriebeverstellung. Tarnsystem sorgt für weniger Sicht, also dass ihr weniger entdeckt werdet und erhöht die Streuung der Feindgranaten. Und die Feuerleitanlage sorgt dafür, dass ihr weiter schießen könnt. Dann haben wir noch 5 Signalflaggen, die hier von Bedeutung sind. Das ist India, X-Ray und Victor Lima für höhere Brandwahrscheinlichkeit und mehr Wassereinbruchswahrscheinlichkeit für mehr Torpedotreffern. November Foxtrot sorgt für schnelleres Nachladen des Verbrauchsmaterials. India Delta für mehr Trefferpunkte, die wiederhergestellt werden bei der Reparaturmannschaft, und Juliet Charlie verhindert quasi das Detonieren des Magazins. So, er hat sich jetzt hier zusammen mit seinem Team in Richtung BA orientiert, keine unübliche Variante, und kann dann jetzt hier gleich die Kurfürsten so ein bisschen was einschenken, der sich ganz knapp an der Maximalreichweite befindet. Da geht eine Akizuki auf, kann er darauf wirken? Macht erstmal gleich instinktiv der Hydro an und setzt da seine Salve ab. Da kommen aber Torps von einer ganz anderen Richtung. Na, das Schwein, das hier, das ihn die Akizuki verfehlt und kann dann den Torps, trotzen. Das wäre knapp geworden, so sind die Torps ganz kurz vor ihm ausgelaufen. Alles bestens. Ja, kann er nochmal ein paar Trefferpunkte bei der Akizuki abziehen. So. Team Rot hat jetzt hier schon 2 Caps erobert, also A und B. Und Team Grün hat auch noch gleich 3 Schiffe jetzt sogar schon verloren. Also kein besonders guter Anfang hier. Torpt jetzt erstmal in Richtung A, da er eventuell den DD, der da sich sicher fühlt, trifft. Kleines Stepper-Ballett mit der Hipper. Erfolgreich bestanden, ohne Berührung. Okay, also hier geht nicht viel auf. Da fehlt die Aufklärung des Teams. Er muss sich erstmal ein bisschen neu orientieren. Dreht die Türme parallel. Will er da nochmal hinterher torpen? Ne, belässt er dabei und fährt jetzt erstmal wieder in Richtung B, um da dann besser wieder auf die Schlachtschiffe wirken zu können. Die waren da so schön versammelt. Jetzt haben sie sich sicherlich einen Ticken aufgelöst, sage ich jetzt mal, verteilt. Und da eröffnet er wieder das Feuer auf den Kurfürsten, der sich da so gut anbietet. Die Streuung bei den Kreuzern ist ja meistens immer ganz angenehm. Ist ja doch recht versammelt, die Munition, wie sie dann immer einschlägt, auch über größere Distanz. Wir haben jetzt hier 18,6 Kilometer Reichweite und mit dem Aufklärungsflieger kommt da über 22 Kilometer. Das ist eine ganz angenehme Reichweite und selber geht er halt nur, wenn er nicht schießt, auf 9,7 Kilometer weit auf. Das heißt, er kann mit seinen Torpedos, der hier hat, sogar verdeckt torpen. Mal gucken, ob wir das hier noch in Aktion sehen. Oh, Kurfürst ist da, Musashi ist da.
Ball ist nicht so ganz in Reichweite. Und hier vorne in B ist ein DD drin, den er aber jetzt ignoriert, weil er den Flieger gestartet hat. Worauf geht er jetzt? Kann sich nicht entscheiden. Schießt auch auf den Kurfürsten. Der Brand tickt. Und er bringt sich so ein bisschen in Schussposition, hat das Gefühl, der Kurfürst. Oh, stellt er jetzt ab. Da sind Mumpeln unterwegs vom Kurfürsten. Da sind seine HE-Granaten nochmal mit 5, 6 angekommen. Und jetzt kommt es drauf an. Oh, die kommen. Oh, 21,7. Alter Schalter. Gleich die Hälfte der Trefferpunkte eingebüßt hier. Reparaturmannschaft rein. Dank der Signalflagge hilft es ja gleich noch ein bisschen mehr Trefferpunkte wiederherzustellen von dem, was wiederherstellbar ist. Da war auf jeden Fall eine Zita mit dabei. Mindestens. Jo, Team Grün schickt sich jetzt an, so ein bisschen B gegen zu cappen. Aber in C ist auch noch kein einziger Dampfer, obwohl es da nicht so aussieht, ob da überhaupt einer drin wäre. Die Kagero macht nichts. Die Musashi orientiert sich frontal zum Gegner. Aber es ist jetzt ja... ja, irgendwie doch ein bisschen verwunderlich, dass die Kagero nicht zumindest versucht, C zu erobern. Das heißt, der Cap bleibt unbelegt. Das Team ist so irgendwie so verteilt. Also A, B, C ist auf jeden Fall mal ganz klar das, was man hier erobern sollte. A ist jetzt so, das Team, das hat sich da viel zu weit schon von weg orientiert, um das jetzt zügig nochmal zu ändern. Wir haben jetzt... schon fast, ja, 6 Minuten 30 im Gefecht rum. Und auch das rote Team orientiert sich mit 3 Schlachtschiffen eher in der Mitte. Da haben wir gleich wieder einen Doppelbrand auf dem Kurfürsten. Jetzt ist die Frage, hat er repariert? Repariert er? Ja, es sieht so aus. Er hat repariert und... wollen wir mal gucken, ob er ihn gleich wieder anstecken kann. Da kommt schon wieder eine AP-Salve von... einen Kurfürsten an. Oh, das wird wieder eng. Weil, oh, schon wieder 8.500. Nee. Kann er sich da ein bisschen für revanchieren zumindest? Die AE hauen ja ganz gut rein. Und dazu noch die Brandwahrscheinlichkeit, die sicherlich recht hilfreich sein kann. Was ihm hier halt echt extrem fehlt, das muss man bei der Skillung sagen, ist vorrangiges Ziel oder Beschussalarm. Er hat sich hier für präventive Maßnahmen entschieden. Ich meine, bei dem, was er hier einsteckt, hat das sicherlich auch schon geholfen. Aber er hat halt selten die Situation, dass er... also er hat die Situation einfach nicht, dass er weiß, wie viele Gegner ihn aufgeschaltet haben. Und er sieht jetzt nur den Kurfürsten, der jetzt auch hauptsächlich auf ihn schießt. Nichtsdestotrotz ist das für mich ein ganz klarer Nachteil für ein Schiff, was ja doch sehr stark mit Ausweichen beschäftigt sein muss. Aufgrund der Anfälligkeit von der Seite. Aber ja, die Sau hat eigentlich auch die Wendigkeit, um das machen zu können. Von daher gehe ich da nicht ganz d'accord mit, dass man da nicht zumindest vorrangiges Ziel mit drin hat. Oder eben Beschussalarm wird ja auch helfen. So, nachdem C jetzt vom Team erobert wurde, wurde B wieder verloren. Und jetzt muss man sich dann doch wieder Richtung B orientieren. Das ist ja ein bisschen Schlängelinienfahren von B zu A, von A zu C, von C zu B. Alles ein bisschen taktisch. Inzwischen haben wir hier einen neuen Zwischenstand. Team Rot führt mit 160 Punkten über den Daumen gepeilt. Und die haben jetzt 5 Schiffe verloren, während Team Grün jetzt auch 5 Schiffe verloren hat. Da ist der, ist die Hipper geplatzt. Da hat der Kurfürst eine gute Salve drauf abgesetzt. Das hat ja hier Black Bull 90 auch schon zu spüren bekommen, dass der gar nicht so schlecht zielt. Aber da ist er aber erstmal wieder mit dem Brand beschäftigt. Und die Reparaturmannschaft ist jetzt auch wieder parat. Und da kommt die nächste AP-Salve. Oh, 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 oh. Drehen, 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 drehen. Und wieder gleich 7.500. Das ist schon Glück gewesen, dass da nicht nochmal eine Zita dabei war. Das war der, vom Winkel her war das sehr, sehr ähnlich wie zu der ersten ganz fatalen Salve. Jetzt gibt es noch einen Brand. Also der Kurfürst hat sich so ein bisschen auf die Sau eingeschossen und er sich so ein bisschen auf sie. Oh, sonst rückt Team Grün jetzt über C so ein bisschen hinterher und versucht das so ein bisschen aufzuschließen.
Missouri Ognevoy Musashi ist da noch unterwegs. Und da geht eine Akizuki auf am Kartenrand. Bestimmt die Missouri mit Radar. Und wird da ordentlich behakt. Konnte man am Bildschirmrand gerade schön sehen. Gehen wir mal zurück hier zum Gefecht. Wieder ein Brand auf den Kurfürsten. Team Grün pusht jetzt in B rein, um sich da den Cap zu holen. Jetzt sind es schon 300 Punkte Rückstand inzwischen. Ja, die Zeit tickt, Leute. Ihr müsst was tun. 6 Schiffe hat Team Grün jetzt verloren. Jetzt ist nämlich die Bismarck auch raus und die Missouri nimmt die Akizuki jetzt raus. Nichtsdestotrotz. Muss jetzt ganz schnell mal ein Cap hierher. Ein zusätzlicher. Ja, der ist gut gedodged gewesen, sozusagen. Er kann mit seiner Sau auch nicht weiter vorfahren. Die Montana müsste ein bisschen mehr Ziel bieten. Meiner Meinung nach wäre das ziemlich sinnvoll. Dann könnte er nämlich von hinten schön supporten. Aber die Montana haut da auch mit auf den Kurfürsten rauf. Ja, frontal mit AP ist nicht so viel zu machen. Wieder ein Brand auf dem Kurfürst. Ja, machen sie ein schönes Teamspiel vielleicht. Da steht die Kurfürst doch jetzt Breitseite zum Mounty. Fast. Fast Breitseite. Er setzt hier noch eine HE-Salve ab. Mal gucken. Da schießt die Mounty. Und kann den Kurfürsten direkt rausnehmen. Sehr geil. Sehr gut, das war wichtig hier bei B, den Kurfürsten zu entfernen. Nichtsdestotrotz, die Ognevoy muss jetzt in den Cap rein. Und wenn sie auf der anderen Seite in den Cap fährt, hinter der Insel, warum wartet die da? Hat die da große... Da ist noch eine Hindenburg, die steht schon unter Beschuss und daneben ist die Yugumo. Okay. Die Problematik, die jetzt existiert, ist, die Monty kann nicht mehr richtig viel wirken auf die Izumo. Und er steht jetzt hier so ein bisschen fast alleine. Die Hindenburg ist weg, das hat die Monty erledigt. Gut gemacht. Und da heißt es jetzt, ja, Initiative ergreifen. Oh, kann das gut gehen? Er fährt jetzt ganz alleine in Richtung B, hat eine Musashi, da ist eine Yugumo. Da ist eine Izumo frontal, 406 mm, die wurde erst gerade gebufft, der Dampfer. Wobei die Granaten hier noch nicht gebufft wurden. Die werden ja erst in der Zukunft ein bisschen mehr Penetration bekommen. Ja. Jetzt muss man ein bisschen Glück haben bei der ganzen Geschichte. Das Ziel da vorne mit der Izumo ist ein bisschen... Grenzwertig. Entscheidet sich jetzt dazu, die Musashi lieber zu beschießen. Okay, so viel Übersicht muss man dann erstmal haben. Ich hätte wahrscheinlich persönlich selber weiter auf die Izumo geschossen. Und er kann ja da ganz gut die Granaten platzieren, immer wieder. Steht jetzt 4-4 und das Team hat immer noch 300 Punkte, gut 300 Punkte, ein bisschen mehr sogar Vorsprung. Also ordentlich. Er will versuchen, sein Team von der anderen Seite zu unterstützen. Die Musashi, die da alleine fährt, um dass diese Team ihm da vielleicht bei der Izumo vielleicht hilft oder so. Dass die dann darüber wirken können. Wow. Also. Oh, ja. 5300 hat es ihn gekostet. Aber er hat sie da ganz gut im Brand gesteckt. Jetzt hat die Musashi gelöscht. Okay. Jetzt muss er aufpassen, er hat jetzt mehrere Ziele auf einmal. Muss sich jetzt hier vernünftig positionieren. Kann sich spitz zur Izumo positionieren und bei der Musashi nochmal einen Brand legen. Multitasking hier, Sashi. Und da ist wieder der Brand auf der Izumo, die eigentlich schon fast das rettende Ufer erreicht hat hinter der Insel. Die Sau wird verfehlt und das war der Treffer, der entscheidend ist. Der Vernichter ist gedroppt und die Izumo ist raus. Ganz wichtiger strategischer Vorteil. Strategischer Punkt jetzt hier. Jetzt heißt es noch schnell die Musashi zu Ende bringen. Wo ist die Dawnskoi? Die Dawnskoi war zuletzt rechts von ihm. Jetzt müssen wir gucken, wo ist die Dawnskoi? Das RPF hier, der Funkortung sagt aber eigentlich hinter ihm, also links von ihm. Guckt ja gerade rechts rüber.
Das heißt, eigentlich kann die Donskoi nicht da hinter der Insel sein und auf ihn warten. Boah, ist das nervenaufreibend hier. Da ist die Donskoi. Die Ognevoi hat die Donskoi aufgeklärt. Das ist jetzt aber für die Ognevoi ein Riesenproblem, weil die Donskoi natürlich ordentlich da reinhauen kann. Und jetzt schießt die Musashi auf die Sau und die fährt fast Breitseite daneben. Und ein bisschen was, knapp 5000 müssen das gewesen sein. Die waren vorhin bei 9. Jetzt haben wir noch 4300 Treffereinheitchen. Trefferpünktchen, könnte man sagen. Und er muss jetzt hier den Akzent setzen, hat noch einen Brand gelegt und dann hat aber die Monty, schon wieder die Monty, die Musashi erledigt. Richtig gute Aktion. Die Monty ist genau da, wo sie sein muss. Sicherlich auch ein bisschen glücklich. Da kommt die AP-Munition, wird umgeladen. Und die Donskoi auf 14 Kilometer. Die Sau überhaupt nicht beachtet. Jetzt geht die Sau auf. Und er guckt auf die Ognevoi. Da kommt die AP-Munition an. 9.18.000 Trefferpunkte mit der ersten Salve. Richtig cool. Da gab es nochmal einen Treffer. Richtig krass von der Montana wahrscheinlich. Und da gibt es noch eine AP-Salve. Eine Zita. Oh, das reicht nicht. Es reicht nicht. Und die Türme drehen. Schießt sie noch? Jetzt die Donskoi raus, aber da kommt noch Munition. Verdammt knappe Geschichte. Wow. Da ein Ticken weiter vorgedriftet oder so. Und da hätte so doll gesessen, dass die Sau definitiv auch mit raus gewesen wäre. So konnte man jetzt das Schiff im Gefecht behalten. Das war eine klasse Aktion von ihm, dass er das noch dodgen konnte. Auch das mit der Izumo vorher war schon à la Bonheur. Man profitiert eben auch vom Schwächen der anderen. Wenn man selber antizipiert. So, jetzt geht's rein. Montana fährt in C rein. Die erste Salve Torps von der Yugumo. Müsste das sein. Ist durchgerauscht. Da gab's nichts. Und jetzt heißt es, die Zerstörer rausnehmen. Wir haben 634 Punkte zu 785. 160 Punkte Unterschied. Man hat nur einen Cap. Man muss jetzt unbedingt schnell den zweiten Cap holen. Die Yugumo ist aber noch in C. Und wir haben noch 2 Minuten 45. Ich behaupte jetzt einfach mal, der Zerstörer muss raus, sonst verliert man das Gefecht. 197k haben wir auf der Uhr. Und jetzt heißt es hier Gas geben. Alle starten ihr Aufklärungsflugzeuge, damit man hier eventuell früher erkennt, wo noch Torpedos im Wasser sind. Ognevoi bewegt sich auch in C rein. Und da... Die Funkordnung sagt ja, wo die Torps herkommen und die Funkordnung hinzeigt, da muss ja die D sein. Also da unten bei H9 irgendwo in diese Richtung wird er wohl gehen. Jetzt wird der Cap noch resettet. Ein Torptreffer hat die Monty mitnehmen müssen. Jetzt wird spannend. Wir haben noch 2 Minuten Zeit. Da sind schon wieder Torps im Wasser. Kann die Tontana da dodgen? Nein, kann sie nicht. Wow. Da wird gegen repariert. Jetzt hat sie Wassereinbruch? Hat sie. Nee, hat sie, glaube ich, nicht. Die roten Lampen sind nicht an. Schwein, ganz knappe Runde. Da ist die Yugumo. Los! Nehmt sie raus! Dann ist die Runde eure. Da hat er 3 Penetrations drauf. Und jetzt bleibt sie zu, verdammt nochmal. Ognevoi, gib Gas, fahr an den Nebel ran. Push, DD, genau. Black Bull schreibt's hier in den Chat, als ob er Gedanken lesen könnte oder ich fieber so mit. Das wird echt, echt knapp. Und dabei ist die Yugumo dann auch noch so ein Schiff, was so spät erst aufgeht. 5,5 Kilometer sind damit drin. Und... dann mit der Nebelwand. Wow, das wird jetzt eine super knappe Geschichte. Wir haben noch 40 Sekunden. Kann das Gefecht gewonnen werden? Oder nicht? Ja, ich glaube, das wird super, super schwierig. Da sind schon Torps im Nebel. Vielleicht haben sie damit Glück, aber ich kann mir das bald nicht vorstellen.
dass der DD da genau auch noch da ist. 10 Sekunden gleich. Da sind schon wieder Torps für die Monty. Der DD muss raus. Da ist der DD raus. Die Ogneworte waren gerade kurz noch eingeblendet. Wow, was für ein Sieg. Vernichter Dreadnought Großkaliber, 266 Treffer. Meine Fresse, 200.000 Schaden. Und ich denke mal, sein Anteil war nicht gering, um hier den Sieg davon zu tragen. Gucken wir uns die Tabelle an, die Teamwertung. Die Montana ganz vorne mit den Kraken natürlich dabei, war immer richtig stehen. 2.800 Base XP und er mit der Ognevoy und der Sao quasi fast gleich auf. Das waren die wichtigen Leute hier und zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Punkt des Gefechts sozusagen. Und dann noch dann nötige Glück dabei gehabt. Hier Izumo Donskoi, seine beiden wichtigsten Kills, die hier nötig waren, um das Gefecht rumzureißen. Ich hoffe, euch hat dieses Replay gefallen. Wenn ihr eure Replay mal bei uns sehen wollt, dann einfach das Replay zu uns schicken. Die ganzen Adressen stehen alle unten in der Videobeschreibung. Ich sag vielen Dank für eure Zeit und wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein, macht's gut, euer Seekrauts-Team, euer Maracha. Ciao, ciao. Seekrauts.